Moin, Johannes hier nochmal und nochmal gegen Vasyl Gogonice. Schau mal, ob ich das besser kann. King of the Hill. Ihr seht hier an den hervorgehobenen Feldern. Es ist was Spezielles, was Eigenes, was anderes. Spielen wir es erstmal ganz normal. Vier Springerspiel wahrscheinlich. Nee, erstmal drei. Jetzt kommt der vierte vermutlich. Nein, möchte er immer noch nicht. Möchte ich hier ihn angreifen? Möchte ich nicht. Ich möchte lieber so spielen. Wenn er schlägt, schlage ich mit dem Bauern zurück. Hab dadurch noch mehr Kontrolle hier über D5. Den Tausch gerne. Gerne. So, kann ich jetzt schon mal versuchen hier. Der Eindringpunkt ist relativ schwierig. Versuchen wir den Läufer aus dem Feld zu jagen. Der hat eigentlich keine guten Felder, wo er den Springern entkommen kann. Selbst hier wird er vermutlich rausgenommen. Ja. Ich kann aber halt auch nicht alles vernachlässigen, nur um jetzt mit dem König ins Zentrum zu kommen. Jetzt gäbe es hier einen Weg. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Also im Moment ja, weil der Läufer da steht eher so. Zickzack. Weg, aber Schwarz zieht halt auch noch und der Vasil, der hat durchaus was drauf. Ich habe hier noch keine bestätigte Wertung im King of the Hill, deswegen habe ich auch, schiebe ich das jetzt mal hier ein bisschen ein im Kanal, damit wir da auch weiterkommen. Warum ich ihn dran? Na, ich habe es nicht gesehen. Deswegen hat er so eine Ruhe weg. Klassiker, den es auch auf dem am Brett gerne mal gibt, wenn man tatsächlich nicht mitgekriegt hat, dass der Gegner schon gezogen und die Uhr gedrückt hat oder er gezogen, aber die Uhr nicht gedrückt hat und dann die runterlaufen lässt. Das ist ein bisschen gemein, aber ist im Rahmen dessen, was ich beim Schachspielen akzeptiert. Jetzt muss er gucken, dass er verhindert, dass ich nach E4 komme. Und ich kann dafür alles, was ich muss, alles, was ich möchte, opfern. Das ist die Frage. 1, 2. Dann steht er erstmal immer noch safe hier. Was ist, wenn ich mit dem König mal mit dem Turm hier rüber gehe? Wenn er jetzt nämlich nach vorne zieht, schlage ich mit dem Turm und kann dann, wenn er mit dem Bauern schlägt, nochmal hinterher schlagen. Ich biete ihm den hier an. Wenn er durchgeht, fällt wieder der Bauer. Wenn er schlägt, fällt der auch. Ansonsten schlage ich. Dann verbessert sich meine Lage nur insofern, als dass ich mit der Dame dann nach H5 kann Schach geben. Und vielleicht Seitenangriffe kriege. Mal schauen. Option ist auch noch das. Das sieht noch ganz schnieke aus. Allerdings ist es diesmal ein wesentlich witzigeres Spiel als die letzte Partie, die schon hier auf dem Kanal zu sehen ist. Er kommt mir jetzt auch entgegen. Was ist mit dem Schach mit der Dame hier? Das muss doch gut sein. Das sieht so verlockend aus. Kann ich jetzt auf ihn drauf? Das sieht auch verlockend aus, weil ich noch die Möglichkeit habe, hier mit B4 ihn dann einzuschließen. Wenn er schlägt, schlage ich mit dem Springer zurück. Hätte dann die Option, hier auf E6 zu gabeln, wenn er sich nicht drum kümmert. Zumindest die Drohung erstmal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Kann ich hier schlagen? Dann da unten Schach geben, irgendwie sowas. Ich gebe erstmal hier Schach. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Jetzt kommt er mir hier seitlich ganz schön in Regionen, in denen er mir nicht so gefällt. Das droht nämlich hier auf den Vorzug. König E4 Matt oder Sieg in King of the Hill. Kann ich den nicht einfach rausnehmen? Ja, kann ich. Wenn er schlägt, schlage ich. So, und jetzt ist der Trick, wie ich ihn raushalte. Ich darf ihn nicht vorziehen lassen, weil er sonst so ein Feld kriegt, das, an dem er von hinten gut geschützt rankommt. Wie verhindere ich das? Das verhindere ich. So sicher nicht. Das verhindere ich. So. Wenn er schlägt, die Dame, dann habe ich King of the Hill Gewinn im Zentrum. Und wenn er nach vorne zieht, habe ich Kontrolle über E5. D5, Entschuldigung, D5. Das bringt ihn zumindest mal zum Nachdenken. Zeit ist etwa gleich. Beide 40 Sekunden, er jetzt noch 30. Idee eventuell hier mit
C4 dann weiter Druck zu machen, den König wieder zurückzudrängen. Sekunden hat er noch, Vasil, mach was. Dame oder die Dame. Vorzug ist unproblematisch, kann ich mit Turm schlagen, ich kann mit Dame schlagen. Beides geht. Hier mal Schach, ihn so ein bisschen zurückdrängen. Hier Schach, oh ja, oh ja. Und das ist er, der Sieg in King of Dale, gibt ein paar Punkte zurück für mich. 108 dazu, dann sind wir wieder bei 1700 und ein bisschen. Vielen Dank für die Partie, Vasil, und wir sehen uns bei der nächsten Partie hier auf dem Kanal. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Abo oder wenn ihr die Videos guckt, die es sonst noch so gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.